Schönen guten, liebe Leute. Noch eine Runde hier. The Long Dark. Und ja, wir sehen. Eigentlich geht es uns jetzt nicht so schlecht. Es könnte uns durchaus schlechter gehen, jawohl. Aber wir haben nur noch 11 Stunden. Ja, das geht jetzt runter von alleine. Also darf ich jetzt nur nicht 11 Stunden schlafen irgendwo in irgendeinem Raum? Oder ist das, weißt du, oder zählt das jetzt hier auch? Das weiß ich halt nicht, ne? Weil ich es nicht weiß, gehe ich lieber raus. Ist es warm? Nein, ist es nicht. Aber halb so wild würde ich jetzt auch nicht sagen, ne? Vielleicht kann man sich da unten ein Feuer machen und was reparieren. Wenigens. Ach, jammern. Diese Jammerei, ey, das geht mir auf die Nüsse. Ist so. Das ist bei mir selber auch so, ne? Wenn ich mich beim Jammern erwische, kriege ich zu viel. Ja, ich erwische mich ja auch schon mal beim Jammern, ne? Und dann denke ich so, halt die Schnauze. Kennt ihr das? Ein Moment. Da ist teuer vorne. Und da habe ich hier. Ne, wo habe ich denn? Habe ich irgendwo Holz hingelegt? Ist weg? Da ist es. Ist ja vielleicht so viel, oder? Ne? Vielleicht nicht alles gebrauchen würden, Dude. Pass auf, ich mache das so. Ich mache hier ein bisschen was hin. 16. Legen wir mal 8 hin. So. Den Rest schnappen wir uns oben. Wie leicht? Gut. Sorry. So schwindelig. So, pass auf. Dann gehen wir mal raus. Man darf ja auch nicht da durchlaufen, also man darf ja auch nicht durchs Feuer laufen. Feuer. Aber wenn man hier jetzt ein Feuer hinstellt, man es könnte. Ich will das nicht hier so, ne, hinterher, ich weiß es nicht. Die kann man ja auch wieder benutzen. Ich denke, hier ist okay, oder? Oder nicht. Ist das hier windgeschützt einigermaßen? Need to find some place to escape this cold. Ja, du kriegst jetzt ein Feuer, vielleicht bleibt das ja sogar. Wenn nicht, dann naja, ne? Haben wir halt Pech. Zwei Stunden. Sollten wir schon Zeit. Du blöd, Mann. Ah ne, ich wollte ja genau. Alles klar, ist gut, alles gut, alles gut. Ich hab, wollte mich schon wieder beschimpfen hier, aber ich hatte doch recht. Ich wollte doch hier einfach nur reparieren. Ich wollte ja gar nicht, ne? Fäustlinge vielleicht. Oder erst Hose. Die sind auch nass. Gut. Wir reparieren sie einfach mal und werden mal sehen, was passiert. Das ist schon mal super gut, dass das geklappt hat. Und dann will ich die Fäustlinge bitte machen. Möchte ich gerne auf jeden Fall mal reparieren, weil ich wissen will, was jetzt das Bessere ist. Schafft das sogar. So. Hier haben wir da eine gute Dings. Jetzt kann ich hier drauf drücken. Und kann mich vergleichen machen. Und so was. Die Fließdinger, das sind 84%. Ne? Und die sind nicht besser als diese hier. Die nur allerdings nur 53% haben. Also das sagt schon mal was aus, finde ich, oder? Diese hier haben 63%. Da braucht man aber bestimmt Leder, wa? Oh, die sind gar nicht so gut. Die sind schon echt gut, die Dinger hier. Und die haben am wenigsten links hier, ne? Also wenn ich die reparieren würde. Könnten die vielleicht besser sein? Also
Also die sind auf keinen Fall besser. Oh, die auch nicht. Die auch nicht, verdammt, warum nicht? Die sind halt ein bisschen leichter, ne? Alter, die sind wirklich so gut. Die scheinen ganz gut zu sein, wie? Ich habe aber kein Leder, so würde ich die nämlich auch bringen. So, dann gehe ich aber jetzt nochmal hier, das ist mal besser. Ich habe eventuell getrocknetes Leder oben. Ich würde die nochmal reparieren wollen. Ich würde aber erstmal den reparieren wollen. Den habe ich auch an, ne? Oh, wollen hätten täten, ne? Das macht Sinn, ne? Never been so hungry in my life. Ruhe. So, haben wir den auch wieder auf 90%, das ist doch gut. Können wir hier noch was machen? Die werde ich mal noch reparieren, weil ich wissen will, ob die jetzt besser ist als diese Kanada-Mützen. Oh, Canada. Aber geht nicht so. So. Also ist schon mal nicht besser als meine Kiemützke. Mit Mütze. Aber die ist besser als meine Kiemützke. Mütze. Also dann wird diese gute alte Baumwollkollege auch nicht besser sein als diese hier. Und deswegen werde ich jetzt auch meine Skimütze ausziehen. Jawohl. Aber dann habe ich weniger Wind. Ne? Weniger Wind. Der 200% eben. Die hat trotzdem nicht so gut. Ja, dann ziehe ich die an. Schick meine... Habe ich wieder rote Backen hier. Ne? So. Dann können wir die eigentlich auch zerlegen. Oh, ich habe kein... Oh! Was ist denn hier los? Können wir nochmal... Warte mal, stopp. 67%. Okay, Moment. Ich habe ja hier eine Mütze. Warte, ich will noch zurück. Diese Mütze kann ich ja tatsächlich jetzt zerlegen, ne? Oder soll ich irgendwas anderes zerlegen lieber? Diese Fließgeräte waren nicht besser, ne? Selbst die waren nicht besser. Und sogar die sind nicht besser. Oder wie? Zerlegen sie jetzt. Klar, das repariert jetzt völlig. Ja, man muss halt auch mal Lehrgeld bezahlen. Ne? Das ist eben so. Leider ist das so. Ja. Also die sind auf keinen Fall besser als irgendwas. Ne? Also die besser vielleicht noch als... So komisch. Sind die jetzt besser als die anderen? Die sind super. So gesehen. Die halten mehr Wind ab. Und die sind der Hammer, die Dinger. Die sind ja mal echt der Hammer, was? So. Also können wir diese Fließdinger hier noch zerlegen. Nicht reparieren. Zerlegen, okay. Ja, sieht doch super aus, oder? Geht das nicht hoch? Warum nicht? Weil wir ausgehungert sind gerade, aber das war ja schon die ganze Zeit. Die sind noch nicht so schlecht. Die sind eigentlich nicht schlecht, ne? Alle. Aber die wollte ich noch reparieren, die guten anderen Sorgen. So, rein damit. Komm bitte, mach das noch. Ja, können wir ja machen. Ist ja kein Ding, Mann. Ist ja kein Ding. Die kannst du jetzt noch jemanden anziehen. 84, 85, 57. Bist du schon wieder einmal frieren? Ne? Ist alles gut. 6 Stunden. Ich verhungere. Ich muss was essen. Eben was reingeschossen hier. Da haben wir noch einen angefangenen. Dann essen wir mal zu Ende. Müssen wir was trinken? Ja. Warte, ja, ich gucke mal auf Uhr. Ich will ja auch nicht so viel aufnehmen, weil ich will viel spielen. Ja. Ziehe ich mir jetzt ganz anders aus.
Der ist ausgebrannt. Haben wir den Plus. Plus. Und dann können wir 6 Stunden... 8 Stunden Tageslicht. Dann könnte ich 6 Stunden schlafen. Sollen wir machen? Dann wären wir das schon wieder los, ne? So, ich kann da jetzt immer noch nicht lesen, oder wie war das? Aber auch schon wieder erschöpft. Ja, sicher. Können hier Viecher auftauchen? Wenn wir das gleich sehen, dann sind wir im Arsch, ne? Dann sind wir Game Over. Wir haben Prozente gut gemacht. Ja, Maria. Was mache ich denn jetzt? Ach, hier ist ja nass. Wieso schlafe ich denn im Nassen? Heb auf. So. Jetzt können wir erstmal den ganzen Rest hier wegpacken. Wie viel Stoff habe ich denn jetzt noch in der Tasche? Sehen wir das? Das sehen wir. Hier, ein. Wegpacken. Kann ich die? Will ich behalten? Die will ich behalten. Die will ich behalten. Ich habe noch Wollsocken, die kann ich auseinandernehmen, weil wir zwei Paar haben. Ich kann aber erstmal die auseinandernehmen. Die will ich nicht. Und die brauche ich nicht. Und das gibt Leder. So, ab, raus. Raus hier, raus. Ich will das eben draußen machen. Lieber ist mir das. Das sowas müssen wir auch machen, ne? Tut mir leid. Dann haben wir schon mal Leder. Mit dem Leder können wir möglicherweise jedenfalls unsere Handschuhe reparieren. Vielleicht machen wir das auch zuerst. Wo wir noch so einigermaßen frisch sind. Sehr gut. Oh, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, diese werden wir noch zerlegen. Diese Buchse werden wir noch zerlegen. War das jetzt der richtige? Ja. Hm. Komm zum Papa. Die können wir noch reparieren? Gefühlt. Oh, kaputt Nähzeug. Ja gut, dann ja, wir haben es ja, ne? Ist jetzt einigermaßen wieder so in Schuss alles, außer unsere Rayleader-Stiefel. Und verbraucht haben wir auch alles. Lord. Es ist immer noch 6 Grad plus und wir können einmal in die Herstelle gucken und wir haben Lage. Eine Stunde, ja. Eine Stunde kriegen wir rum. Ich wollte gerade sagen, wo willst du mich denn gesehen haben? Aber es kann ja auch sein, dass die... dass die was gejagt haben, ne? Aber hier ist nichts zum Jagen, oder? How long are you? Jetzt würde mich noch interessieren, ob das dann wirklich ganz weg ist. Komplett weg. Eine Stunde. Kann ich jetzt hier eine Stunde warten? Nee? Ich bin erholt. Ja, der ist jetzt komplett weg, oder was? Ja, geil.
Ja, geil. Warte mal hier, was haben wir jetzt? 3 Stunden Tageslicht, ne? Wenn ich nicht verhungern würde, könnte man ja glatt darüber laufen, ne? Ja. Noch leer die Dose. Das ist schon hart. Ich hätte umgekehrt. Ne, ist egal. So, rein damit. Nicht schlimm, Jim. Nichts zu futtern, dann haben wir es im Schrank. Keine Sorge, wir haben es im Schrank, wir haben es im Schrank und wir können ja auch mal wieder so ein Wölfli wegwämsen. Dann können wir unseren Metallschrott nehmen. Nee, weiß ich nicht, ob ich das will. Ehrlich gesagt. Jetzt können wir lesen. Wir können jetzt mal was lesen. Das müssen wir auch nicht drin machen, ne? Wir könnten jetzt mal ein Buch lesen. Moment, wir können mal erst reinschauen in unser Journal. Wir lernten es. J. Kadaver zerlegen, immer noch 1. Kochen bin ich schon auf Dry. Feuer machen auf 2. Gewehrschuss. Gibt es für den Bogen eigentlich auch ein Dings? Ein Buch? Sammelgegenstände gibt es noch nicht, oder was, ne? Weiß ich nicht. 56, der dauert 32% schon. Verbrauchte Kalorien, ja. Stunden wach, 300. Stunden aus der Rot, 400. Stunden drinnen, Stunden dran. Das ist schon eine Menge. Man ist schon sehr viel drinnen, ne? Weil ich, nicht so gut finde. Irgendwie finde ich das nicht so gut, ne? 3 Grad plus. Also wenn wir da nicht lesen können bei 3 Grad plus, oder da ist was los. So, hier. Wir nehmen das hier, oder? Wildnisküche. Kochen hatten wir schon auf 3, ne? Aber egal, jetzt sehen wir mal. Das war ja kurz vor knapp. Ah, 5 Stunden hänge ich auch nicht hier oben. Ich will mal eine Stunde vor schon gut. Ja, es geht. Da wird es schon wieder kälter, aber es wird auch schon wieder wärmer. Vielleicht forschen wir noch eine Stunde. Sieht doch alles gut aus. Wir forschen noch eine Stunde. Jetzt ist gleich kein Licht mehr da. Ich konnte das forschen, obwohl es dunkel ist. Ich muss meine Augen schließen. Ja. Die Stunde schaffen wir auch noch. Das sieht doch gut aus. So, zack. Fertig. Die ist fertig, ne? My fingers feel numb. Ja, ich gehe schon rein. Es ist dunkel. Und wir können trotzdem forschen. Da liegt doch im Bett. An der Bank. So, Futter. Wir wollen Futter. Hundefutter, ne? 67, 72. So, erstmal 67. Dann 72, oder? 71, ja, okay. Ja. Hundefutter, ne? Äußerst schmackhaft. Möglicherweise jedenfalls. Ich wollte was reinlegen. Das Buch, das haben wir jetzt geforscht und das können wir weglegen. Was habe ich vor? Ich weiß nicht genau. Schlafen eigentlich. 7 Stunden Dunkelheit. Essen eigentlich. Essen. Der Kaffee ist fertig. So, ess mal. Fast 600, das reicht für 7 Stunden. Locker. Soll ich noch trinken? Stunden Dunkelheit. Okay, dann verschlafen wir auch eben diese 7. Dann sind wir auch ausgeruht. Mein Kaffee wird kalt, Leute. Kalter Kaffee ist nicht nett. Nein. Wir sind wieder bei 72%. Oh, ist das schön. I need anything right about now. Du bist jetzt ruhig, du hast jetzt geschlossen. Pause, quasi. Wir sind immer noch schaläferig. Sollen wir vielleicht noch ein wenig schlafen? Dass wir so richtig voll ausgeruht sind und dann loslümmeln.
Das wäre vielleicht eine Sache, die ich in Erwägung ziehen würde. Jawohl. Würde ich in der Tat. In der Tat. Würde ich ganz schnell nicht so. 75. Aber ich habe das Hundefutter noch gar nicht. Was gibt das eigentlich? Was gibt das Hundefutter eigentlich? 500 Kalorien. Yeah. Ich glaube, das esse ich. Lecker. Das ist besser als zu verhungern, ja, ich glaube. Bevor ich verhungere, würde ich es auch essen. Also, das, weißt du, das kann ja nicht so schlecht sein. Ich will es nicht probieren, ne? Jetzt so. Wenn nicht irgendwie die Not dazu bestehen würde, würde ich nicht probieren, nein. Wenn man mir Geld dafür bieten würde, würde ich vielleicht probieren. Wenn kommt drauf an, ne? Wie viel. Jeder ist käuflich. In dieser Beziehung. Ja, ich bin nicht käuflich, aber so aus Gag würde ich das machen. Und ach, da knurrt ihm schon wieder alles. Habe ich irgendwie. Ich wollte noch irgendwas machen, oder? Schluss vor allem. Wollte ich eigentlich machen. Nach dem Schlafen sollst du trinken. Ja. Andere Dose Pfirsich hier. Würde reichen, glaube ich. Könnten auch mal so ein Reh. Wieso steht hier 0,18 Liter, wenn ich hier 9,96 habe? Ach, ich habe getrunken 0,1. Das kann natürlich sein. Das ist natürlich die Möglichkeit. So, wir gehen nochmal eben speichern. Wir können noch einmal speichern. Jetzt sind wir eigentlich wieder gut auf dem guten Weg. So wollte ich sagen. Gut auf dem Weg. Es ist minus dry, aber das macht uns jetzt nicht so viel aus. Wir können jetzt darüber gehen. Wir gehen nochmal rein und werden natürlich speichern und sehen uns dann in der... Es müsste jetzt Dienstag gewesen sein. Ich mache die ganze Woche wieder eine Folge. Und dann... ich weiß nicht, ob ich Mittwoch noch aufnehme, eben schnell. Mittwoch, ab Mittwoch bin ich unterwegs. Dann habe ich bis Freitag keine Zeit. Und dann... ich weiß nicht, ne? Ich könnte Montag, Dienstag halt noch. Ja, wir sehen mal, ne? Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.